draufdrücken. Wir kommen nicht mehr hoch. Muss einmal einfach mal hören, wie das sich das bei mir anhört und wie bei euch. Also meine letzten zwei Spiele kein Stamina Hack. Nur bei eigentlich bei gar keinem bei den Stamina. Ah scheiße, ich hab's aber nicht ohne Stamina beim letzten. Bin ja auch doch. Beim letzten, da musst du dich ganz nach rechts stellen. Nein! Und dann geradeaus und dann Stamina drin. Also hüpf, hüpf, Stamina und spring. Ja, das Springen nicht vergessen. Du kannst auch bei dem. Du kannst auch bei dem letzten anhalten und dann. Da nach rechts, da soll ich nach rechts dann, oder wie? Ja. Ach, der rechts ist besser, okay, gut. Also nicht von der Mitte springen. Die können einfach gar nicht Stamina benutzen. Bei dem letzten anhalten meine ich. Ja, hab ich bei den ersten beiden habe ich gar kein Stamina benutzt. Ich habe mich erst ab kurz bevor ich gelandet bin beim vorletzten. Hab sozusagen da schon mal aufgeladen. So, jetzt? So, du kannst einfach hier ganz normal springen jetzt hier auch und dann hier anhalten, wenn du möchtest. Okay. Du stellst dich hier aus an die Kante. Springst so hoch, machst Stamina und springst dann. Gibt's doch mal. Du bist unten gelandet. Nein, ich bin oben. Ja du, aber der hängt. Oh. Wo kommst du denn her? War schon 10-mal bei dem Pointer. Ah, ne. Immer noch Anlauf, ne. Kann ich nicht. Go, 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 go! Du hast so früh Stamina gedrückt. Sagst du, mein Freund. Ja, du warst zu lange noch in der Luft, warst da erst in der Mitte auf dem Boden. Checkpoint 6. Oh, nee, ich hasse das, über die Kanten zu laufen. Wie macht man das mit Speed oder man läuft über die Kanten? Speed ist halt schwerer. Ja! Also jetzt bin ich hier ganz außen am Rand rechts. Ja, und dann springen geradeaus, sondern mit Stamina in der Luft, dass man dann reingleitet. Der ist einfach geradeaus so gesprungen, der eine. Also direkt so von der Seite halt. Ja, und dann einfach Stamina im Flug benutzen. Ich rutsche da aber wieder runter, ey, direkt. Scheiße. Ah, scheiße. Er macht es einfach mit Speed, dann ist man kaum auf der Kante drauf. Ja, ich lande da gar nicht auf der Kante. Ja. Nein! Ja, das ist zu spät gedrückt. Oder. Wenn dann immer auf dem. Hier auf der Hälfte. Ja, oder so. Hier dann auch irgendwie auf der Hälfte landen und dann weiter runter driften. Ja. Riss da nur. Pipifax. Oh, jetzt bin ich wieder rechts am Rand. Ah, ich rutsch. Das gibt's doch gar nicht hier. Erst hochspringen und dann nach vorne drücken. Auch oder hier, ne, hier nach vorne drücken und dann hochspringen. Und hier dann auf die Kante stellen. Erst hochspringen und dann nach vorne drücken. Da war dann beim letzten Sprung da vom Rand. Boah. Weißt du, das musst du hier noch einen machen. Normaler Sprung? Ja. Und am Ende ein bisschen Stamina. Muss man halt gucken, wie man. Nein! Das macht's auch mit Speed! Das ist viel einfacher. Sag doch, dass ich das mit Speed machen soll. Ja, aber das ist ja zu einfach. Wenn man gar keinen. Kann man sich hier gar nicht aufärgern, ja. Hat man sich ja. Hat man gar nichts zum Ärgern. Aufärgern, ja. Wartet mal auf mich. Ist dir gefallen? Ja. Gut, machen wir jetzt mal eben den Checkpoint 7 hier eben mal sicher, ey. Puh. Oh, nee. Das wird ja was. BTF, I'm too noob. Das soll ja einfach einen Rocket Jump machen. Hä?
Ja, oder so. Aber ich kann dir nochmal einen Rocket Jump zeigen. Respawn normal. Okay. Tim? Ja. Okay. Also einfach, dann fliegt man noch weiter, wenn man hochspringt. Und anstatt springen zu drücken, einfach eine Rakete unter sich abfeuert, dass sie einen hochschmeißt. Okay. Nicht auf springen drücken, nur für Stamina benutzen. Die Leertaste. Scheiße. Ja, ein bisschen früher. Und dann macht man das in einem Zug durch. Wow. Fast in einem Zug. Ja, fick dich doch jetzt hier, du Spasti. Schieß mich doch nicht ab, ey. Ist Sebastian jetzt auch so weit langsam? Halt das Stamina einteilen, damit man also später einsetzen, Mann! Weil am Anfang, das ist dann nur bei manchen Sprüngen, dass man dann Weite gewinnt und hier halt an Scheiße. Und so. Komm auf jeden Fall immer weiter. Ja, super. Ich komme bis zum vorletzten. Mit dem Rocket Jump. Ja, musst du dann noch dein Stamina später einsetzen wohl. Ich setze das irgendwie beim zweiten ungefähr ein. Achso, das Stamina habe ich auch noch vergessen zu machen. Da sieht man mal, mit dem Rocket Jump kommt man schon auf den letzten ohne Stamina. So, wie komme ich denn da jetzt rüber? Wo bist du denn? Mit Speed einfach nur. Oder man kann auch wie ich normalen Jump machen und dann nach Stamina benutzen. Jetzt aber auch einfach so. Jetzt auch ohne Rocket Jump machen. Du hast den Speed einzusprungen. Ah. So, hier kannst du auch Rocket Jump machen, Speed nehmen und dann einfach unter dich schießen, anstatt springen zu drücken und am Ende dann noch Stamina benutzen. Nein! Komm mit mir raus. Ja. Bin ich ja mal am witzigsten, dieses Laufen hier. Oh, schon gefehlt. Passt. Da ist die andere Seite eigentlich besser als die, wo wir gerade sind. Oder? Wo ist man denn hin? Ja, links. Ja. Die andere Seite besser, ja. Ne? Ja, ich weiß noch nicht. Muss ich dann mal gucken. Hallo. Hallo. Aber die andere Seite ist schwerer zum Hinlaufen. Wegen den Ecken. Wenn man das rausgedrückt ist, dann muss man dann extrem vorsichtig sein. Hier wegen dieser Ecke. Ah. Nein, ich noob. Mein Gott, ey, das gibt's doch gar nicht. Kommt man da überhaupt drauf, ey? Spring. Von hier außen, von Tuba, wo ich bin. Und dann musst du da oben an die Decke springen. So. Hier ganz vorsichtig langlaufen. Immer nur einmal auf die Taste hauen. Ja, von der rechten Seite ist das viel einfacher. Na, oh, wie schlecht, wie schlecht. Da, wo bist du denn jetzt? Immer noch bei demselben Punkt hier gerade. Hier ist er. Kurz vor 5. Wie geht's hier weiter? Da unten und dann, wo geht's denn da weiter? Guck mal nach oben, ob da so ein Tarzan-Seil ist. Wir sind bei Checkpoint 7, ne? Ja. Dann weiß ich, was jetzt kommt. Wir müssen hier runterspringen.
Woher weißt du das? Weißt du von den Lesern, das stimmt? Nee, wenn man das sieht, scheiße, und ich hab direkt einen Fehler gemacht. Ach, da unten steht ja auch Checkpoint 8, jetzt seh ich's. Da unter uns, hä? Ach, da kann man ja gar nicht so hinspringen, ja? Oder? Ja. Oh. 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 80 Minuten. Ah. Was, 80 Minuten? Sicher. Das wird aber eine lange Folge. Nils, ja, wir splitten die. Nils erst bei Checkpoint 4. Ich komm da nicht hin, ey. Kann da einfach nicht so weit springen, das ist alles zu knapp da, das ist alles zu eng. Kann ich kein richtiges Stamina benutzen. Ja, dann musst du mit Rocket Jump, anders geht das sonst nicht. Oder Einzelsprünge. Ja. Einzelsprung geht, glaube ich, gar nicht. Doch. Bei allen geht Einzelsprung. Einfach nur dahin springen, ganz normal. Ja. Einzel, das geht. Hab ich doch die erste gemacht. Ja, am besten eigentlich. Oh Mann, wie schlecht kann man sein? Hast du schon den letzten Sprung gesehen zu Checkpoints 8? Nee. Ich war ja gerade da. Wo muss ich denn? Einfach rüberspringen auf die andere Seite. Unten. Ja. Ist der Hank hier? Ich hab wieder Zeit dazu bekommen, glaube ich. Hank, da bist du ja, gut. Nein! Oh, Glück gehabt. Ja? Warte. Komm einfach mit. Ah, hier geht's lang. Ah. Jetzt ist die Frage, müssen wir da oben lang oder müssen wir jetzt einfach unten runterspringen und dann da landen? Da unten. Einfach runterspringen oder oben lang laufen? Unten runterspringen. Wie hast du das gemacht? Wo seid ihr? Beta Stamina benutzt, weil am Anfang fliegt man ja erst so einen Bogen nach oben, ab der Hälfte ungefähr, ab hier so, kriegt man dann so eine Neigung, dass man eigentlich so gut wie geradeaus nach vorne fliegt. Okay, also wie soll ich jetzt springen? Hallo! Nach vorne springen. Hallo. Ich habe einen Rocket Jump gemacht mit Speed nach vorne, aber das ist zu knapp, das könnt ihr noch nicht so, denke ich mal. Okay, also einfach nur ganz normal nach vorne springen oder mit Speed am Anfang? Nein, ja, das schaffst du dann nicht auf der kleinen. Also einfach Dings. Nur ganz normal nach vorne springen und dann? Dann auf der ungefähr ab da so oder ab Hälfte Stamina benutzen. Okay, ich versuch's. Das war nichts. Ich bin ja gar nicht gesprungen. Wartet, ich komme gleich wieder. Ja, ungefähr so. Weißt du, wie es geht? Weißt du, wie ich das meine? Ja. Aber ich habe sehr spät erst Speed bekommen. Soll ich das Checkpoint 8 gehen oder soll ich nochmal zu euch kommen? Warte nochmal kurz. Dann komme ich nochmal zu euch. Das ist echt mehr eine Lehrfolge. Na, no. Das wäre eine Folge gewesen, hätte ich euch da nicht geholfen, dann wärt ihr aber echt weit gekommen. Jetzt macht ihr uns hier nieder. Leute, wenn ihr wollt, dass der Hank nicht mehr dabei ist, schreibt in die Kommentare, einfach kurzer Kommentar. Hank, der arrogante Spasti. Hank raus. Ja, den will ich nie wieder im LP sehen, ich hasse euch sonst. Dann ist das für uns klar, dann machen wir das. Wenn ihr euch wundert, warum in der Linkbeschreibung steht, dass Nils mitspielt, aber der gar nicht dabei ist. Er ist weit hinten. Der ist weit, weit weg, ey. Sagt Bescheid, wenn ihr da wieder seid. Mal kurz auf Toilette. Gab's noch mal eine Erhöhung? Ja. Leute, ey. Ich bin da, Hank. Also, er ist auf dem Klo. Aber egal, ich warte hier, ey. Mach jetzt mal Licht an. Mach mal. Ja, gar nichts mehr. Muss ja sehen, wo du hingehst. Auf deinem Kinderstuhl.
Kann ja gerade eine kurze Pause hier. Klack. Ich bin da, Hink. Jo. Soll ich das so machen, wie ich das machen würde, oder? Du wartest erstmal. Wie soll ich das zeigen würde. So wie wir das machen sollen. Nicht die schwere Sache. Da irgendwo ist Sebastian, ich höre ihn schon. Oh, das ist richtig schwer ohne Speed. Hast du schon hingekriegt oder? Nee, ich muss nochmal neu machen, weil ohne Speed ist das so gut wie nicht machbar. Ah, dann wird jetzt der knappe Rocket Jump, muss ich euch jetzt beibringen. Oh Gott. Knapper Rocket Jump. Jo, wir schaffen das. Der Weg davor, der ist so nervig, bis man hinkommt. Mann, das spring doch. Dann spring doch, dann spring doch. Ups, das da. Guck mal, wo ich bin, Sebastian. Hast du das gemacht? Hast du gemacht? Ich bin ja an der Seite einfach hochgelaufen. Auf den Dingern. Und vielleicht müssen wir dann gar diesen Rocket Jump gar nicht machen. Und dann können wir ganz normal runterspringen. Wo bist du denn? Hier. Das ist ein bisschen doof, weil da so eine Mauer ist. Ja, aber vielleicht, wenn ich tief genug falle. Da hat es einer vorgemacht, ja, der hat es hingeschrieben. Ich versuch's mal, okay? Ich sprung einfach nur. Also, wie? Ich würde das so machen. Ich hab's gekriegt! Ich hab's hingekriegt! Der kurze Rocket Jump ist halt, dass man hier außen an die Kante geht, hochspringt, es ganz kurz sammelt, aber benutzt, dann Rocket Jump nach unten macht und hier entspringt. Also springst hoch, drückst ganz kurz nach vorne und... Vorsichtig, vorsichtig hier. Ja, da hat man halt den weiten Speed nach vorne. Wie willst du hier rüberkommen? Da rechts an die Seiten springen. Okay, machen wir gleich. Ja, wo ist das Checkpoint 6? Sebastian, bist du runtergefallen? Ja, natürlich. Scheiße. Okay, wie sollen wir gehen schon mal hier weiter? Bist du einfach immer nur... Ja, natürlich Einzelsprung und dann hier mal nach hinten abdrücken zum Speed runterkriegen, dass man hundertprozentig drauf landen will. Checkpoint ja. 8. Oh, so eine Scheiße. Was kommt jetzt? Witzig. Oh, nö. Boah, dein Headset, ey. Was ist das jetzt hier? Du musst oben draufstehen, sonst kannst du nicht ordentlich abspringen. Wir werden heute so hoch springen. Und jetzt von hier aus? Oh, ja, sicher. Einfach hier versuchen auf die Ecke zu springen. Und dann nach hoch zu laufen. Ja, oder so. Und selbe jetzt hier auch. Ich hab glaube ich gerade voll die Lags, sorry. Hier nicht. Einfach wahrscheinlich wieder einen Powerjump machen, ne? Ja, oder auch nicht. Das hat nicht funktioniert. Ich bin nicht gesprungen. Scheiße. Wo bist du gerade, Nils? Ich bin ja nach 5. Mein Vater will mich verarschen, ich bin gleich wieder da, ey. Vor 6 bin ich, aber ich komme da diesen hohen Hügel da nicht hoch. Doppelten. Muss da glaube ich irgendwie Rocket Jump benutzen oder so, irgendwie schießen. Links und rechts ist Wasser da oben. Das ist so eine hohe Mauer. Rechts ist Wasser. Vor 6 da bin ich. Da wo es um die Ecke rumgeht, da. Da wo links und rechts so hoch Wasser ist. Was ist es? 8! Aber das Wasser ist nur ab einer bestimmten Höhe. Ja. Scheiße, da musst du unten. Da musst du unten gegen die Wand gegenspringen. Dann ganz schnell Doppelklick. Also du musst ganz schnell sein und dann musst du nach vorne springen. Also du musst rechts musst du starten an der Wand.